Wir brauchen jetzt wirklich Leute, die Ahnung von diesen Dingern haben. Und da haben wir einen. Also ein Fünfer, der jumpt drauf. Ein Fünfer. Ja, hallo YouTube, schon am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute werden wir uns was Unglaubliches angucken. Sowas habe ich vorher wirklich noch nie gesehen. Und in echt habe ich sowas auch noch nie gesehen. Jetzt ist Ruhe. Und jetzt nervst du schon wieder. Was willst du? Es regt mich langsam an. Rede mit den Leuten hier. Rede. Hallo. Ich bin's, die Nebelmaschine. Oder was hast du denn hier für eine Action, Junge? Hör mal auf so eine. Ja. Ich sag dir, hör auf, so einen Ärger zu machen. Das kannst du hier nicht machen. Wie viel Likes? Wie viele Likes? Kannst du mal kurz? 1, 2, 3 Likes, Leute. Nebelmaschine Harald oder Manfred sagt 3 Likes. Und wenn ihr einen Namen für dieses Teil habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Nämlich der Name mit den meisten Likes. Der gewinnt und dann haben wir für dieses Teil auch einen Namen. Und wenn ihr neu auf den Kanal seid, Leute, abonnieren nicht vergessen und liken, ihr wisst Bescheid. Und was gucken wir uns heute an? Ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn ihr sowas gesehen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Was soll das sein? Das ist eine riesige Wasserblase. Holy moly. Das ist mega geil. Ohne Spaß. Ich würde da so raufspringen. Bruder, ich würde so Anlauf nehmen und da. Bam, rein da. Und komm, gib ihn. Der jumpt doch rauf hier, ne? Oh, er jumpt. Okay, wir müssen uns fest. Ich muss mich festhalten. Haltet euch fest, Leute. Jetzt geht's rund. Komm. Springen, springen. Bro, was machst du da? Ach, er nimmt Anlauf. Der altbekannte Anlauftrick. Ist Ruhe hier, Ruhe. Komm. Macht was. Video zu Ende. Willst du mich? Du bist schuld. Willst du mich veräppeln? Was ist das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier, nochmal so ein Teil. Das muss da so viel geregnet haben, dass sich irgendwie Grundwasser gesammelt hat und das dann so hochkommt und keine Ahnung. Oh, das ist so geil irgendwie sich anzugucken. Genießt das einfach mal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, würdet ihr so ein Ding finden, oder? Ich weiß auch nicht, wieso sich sowas bildet, keine Ahnung. Bro, was schaut aus? Okay, lässt hier auch ein bisschen Wasser raus. Oh, Halleluja. Das ist ein richtiger See hier. Da muss richtig viel geregnet haben. Also, dass sowas entsteht, ist schon, glaube ich, nicht so einfach. Der ganze Boden gibt nach, als würdest du so über Treibsand laufen. Boah. Geil, Alter. Ohne Spaß. Das macht richtig Spaß zuzusehen. Aber der Vollidiot kriegt hier mal wieder auch nichts aus Kasse. Videos zu Ende. Wir brauchen jetzt Fachkräfte, die da wirklich mal richtig raufjumpen. Dann geht zwar der Rasen kaputt, aber ich glaube, du wirst zwar auch nass, aber das muss doch Bock machen, wenn du das einfach so... Weißt du? Ihr wisst, was ich meine. Ich sag dir Stopp, Junge! Wenn ich hier ein Video aufnehme, hast du kein Radau zu machen! Jetzt haben wir es hier verpasst, jetzt müssen wir nochmal zurück machen. Guckt euch das an! Das war auf dem Golfplatz gewesen. Ich schätze mal, das muss da so viel geregnet haben. Das muss sich ja über, keine Ahnung, ein paar Wochen gesammelt haben, das Wasser so. Und hier haben ein paar Leute das Ganze mal künstlich erzeugt und haben einfach das Ding hier richtig gesprengt mit viel Wasser. Und dann ist da auch so eine Blase irgendwie entstanden. Also so sieht es zumindest aus, weil... Sieht mir nicht nach Regen aus. Die anderen Videos sahen so aus, als würde da Regenwasser sein. Und in der Mitte kann man das schon leicht erkennen. Oh. Das ist wirklich geil, Mann. Ich würde das auch gerne mal machen. Hä? Was sucht er denn da? Sucht er nach Gold oder was? Aha.
Was holt er da raus? Ach. Also entweder ist da eine Leitung geplatzt oder er holt da einfach so einen Sprenger raus. Und deswegen hat sich diese Wasserblase unter diesem Gras da gebildet. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da irgendwie eine Leitung geplatzt ist oder so. Ach du Scheiße. Was macht denn jetzt? Das sieht auch ein bisschen unheimlich aus. Holy moly. Ah, zu Ende! Wir brauchen jetzt wirklich Leute, die Ahnung von diesen Dingern haben. Und da haben wir einen. Jackpot. Jackpot. Ja, da freust du dich, ne? Beruhig dich erstmal. Oh, jetzt hast du mich verbrannt. Oh. Also ein Fünfer, der jumpt drauf. Ein Fünfer. Was sagst du? Just do it, komm. Guck mal, die anderen Leute da hinten gucken auch schon, der eine Opa da im Hintergrund. Jetzt mit Anlauf. Mit Anlauf und Schwung rauf da. Das gibt's doch nicht. Kann mir mal jemand erklären, warum das niemand ausnutzt, so ein Teil? Oh, das sieht gefährlich aus, da ein bisschen. Wusste das, Neuseeland? Das sieht so aus, ne? Ach, keine Ahnung, ich bin nicht gut in Geografie. Grüße. Guck mal, da ist ein Loch. Holy moly. Oh, da sieht es jedenfalls so aus, als würde es auch sehr, sehr viel geregnet haben. Und da hat sich einfach so ein Loch gebildet. Und der Hund fällt jetzt rein, pass auf. Hundi, geh weg. Nicht fass. Rosa Hund, geh weg. Sag was. Der soll weggehen. Das ist echt lustig. Aber das sind doch Steine oder ist das Motterpampe da? Wie hat sich das Loch da gebildet? Das ist ja mega krass. Muss irgendwie abgesackt sein, weil es wahrscheinlich zu viel geregnet hat. Deswegen würde ich jetzt einfach mal eine Runde sagen, wir chillen zusammen im Whirlpool. Oh, was? Kann man da drin baden oder was? So, ich habe noch nie so einen Whirlpool gesehen. Was ist denn da los bei dir? Kein Whirlpool der Welt kann das. Kein Whirlpool, keine Graswasserblase kann das hier. Lehnt euch zurück und genießt einfach mal. Oh. Ui. Der Tornado. Flieg, kleiner Tornado. Holy moly. Das ist ohne Spaß, das ist richtig nice. Ich feiere das heftig. Oh Leute, soll ich mir auch so ein Teil holen? Und das stelle ich dann hier hin und immer wenn ich ein Video mache, mache ich das an. Und dann geht hier der Tornado los. Was meint ihr? Haut den Like-Button kaputt, wenn ich mir so ein Teil holen soll. Das sieht wirklich geil aus. Nur auf Amazon gehen oder so, keine Ahnung. Ah ja. Oh, hier haben wir noch so ein Ding. Schmeiß rein. Komm, Bro, schmeiß rein. Hat der verändert das, oder was? Ich dachte gerade, das saugt so seine Hand runter, weil ich hätte gerne mal da reingefasst, weißt du? Aber irgendwie chillt er jetzt da. Oder das komplette Glas geht gleich kaputt oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das juckt mich doch nicht. Das sieht aus wie so ein DNA-Strang oder so. Aber ich finde so, ich finde irgendwie, das sind Wasserwirbel oder so. Ich finde das jetzt irgendwie geil, Alter. Die beruhigen irgendwie. Kannst du. Kann man sich wirklich geben. Und das hat er irgendwie selbst gebaut. Ich glaube, ich sollte mir auch so ein Teil selbst bauen. Dreh dich, dreh dich. Zeig mir jetzt, was du drauf hast. Ey, veräpple mich nicht, da passiert gar nichts, Leute. Oh mein Gott, was war denn das für ein Video? Leute, und wenn ihr auch mehr Reacting-Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da, schreibt es unten in die Kommentare und denkt dran, schreibt hier, komm mal jetzt her hier. Sagt den Leuten Tschüss. Tschüss. Ey, sag, kein Bock Tschüss zu sagen. Hallo. Digga, der schießt da nur mit Platzpatronen raus. Keine Ahnung, die Nebelmaschine verarscht mich schon wieder. Ruhig jetzt hier.
Haut da rein, Leute, kauft da einen Standard-Skill. Ich hoffe, euch hat's gefallen.